An einem unbeschrankten Bahnübergang an der Danziger Straße in Lenglang kam es am Silvestertag gegen 14 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Auto. Der 55-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte Glück im Unglück. Er hatte wahrscheinlich die herannahende Regionalbahn, die von Ottbergen kommend in Richtung Göttingen unterwegs war, übersehen. Dadurch kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß, bei dem das Auto des Mannes aus Lenglang zerstört wurde. Am Triebwagen selbst entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden. Der 36-jährige Lokführer des Triebwagens erlitt einen leichten Schock. Der Zug kam kurz hinter dem Bahnübergang nach einer Notbremsung zum Stehen. Keiner der 31 Fahrgäste wurde dabei verletzt. Sie wurden nach etwa einer Stunde Aufenthalt mit einem Bus in Richtung Göttingen gebracht. Viele von ihnen waren auf dem Weg zu Silvesterfeiern.